Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Zwar kümmern wir uns jetzt mal hier um die Sachen, die wir von Zug bekommen. Und zwar ist das hier Redstone, dann jede Menge Bollen, wo ja Jelly und Crab natürlich, was wir auch haben. Zinn fällt ein bisschen an, Eisen und Kohledust. Und ihr seht, wir haben schon jede Menge Diamanten hier, wenn wir das zusammenzählen. Da schon 70 Diamanten. Schauen wir mal, ob der Zug irgendwo steht. Der bleibt öfter stehen oder verliert seine Waggons und so. Das liegt daran, dass ab und zu mal hier auf der Strecke Monster spawnen, den Zug im Weg stehen und dann, ja, verliert er sozusagen seine Waggons oder die Lokomotive explodiert oder so. Das ist alles schon passiert, deswegen habe ich schon, ich glaube, zweimal Lokomotive neu craften müssen. Okay, der hat Strom. Wie schaut's hier aus? Ja, ihr seht Royal Jelly. Warum haben wir das hier drin? Okay, gehört hier eigentlich nicht rein. Keine Ahnung, warum man es hier abgeladen hat. Dank fast voll. Schaut gut aus. Ah, der noch nicht. So, dann gucken wir mal. Jumping over the world. Schauen wir mal, wo der Zug bleibt, ob der noch kommt oder ob der wieder entgleist ist oder was auch immer. Das weiß ja kein Mensch heutzutage. Hier kommt er. Ihr seht, er hat nur noch drei Waggons. Wir können nicht mehr mitfahren, weil ich ja die Waggons neu craften musste und die Lokomotive. So, hier ist ja das passt. Der hat das schon ausgeleert. Hier ist natürlich wieder voll. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Seht ihr, die Überkiste hier ist auch voll. Das heißt, wir werden uns hier einfach mal noch ein, wie heißt der, Advanced Loader. Haben wir jetzt irgendwas da, um den zu bestellen, beziehungsweise ob das geht? So, Loader. Können wir uns keinen bestellen? Okay, das heißt, wir müssen nach Hause gehen und uns einen organisieren. Hier geht's raus. Es wird auch Nacht, das heißt, wir gehen schnell mal bannen. Dann werden wir mal schauen, dass wir diese Bienengeschichte hier schön langsam abschließen, denn das zieht sich schon ziemlich in die Länge. Ich wollte das eigentlich offline machen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Hier müsste nochmal. Ne, hier. Ein Loader geben. Hier ist es eh schon. Advanced Loader brauchen wir. Dann machen wir uns gleich mal zwei Stück. So, einen brauchen wir davon. Was wir dann noch brauchen, sind Schienen. Da haben wir stolze 4. Das heißt, wir craften nochmal 40 nach. Das müsste ja eigentlich gehen. Okay, er craftet dann gleich 64. Auch egal. Schadet nicht. Und wir brauchen noch solche. Train, nee, nicht Train, das waren die anderen. Die haben wir, ich glaube, da unten. In der Kiste irgendwo. Hier, glaube ich, war das. Ja, das Minecart fährt natürlich auch. Nee, das sind Switchpipe. Dann könnte es im anderen Bahnhof, also im großen Bahnhof sein. Da könnte auch ein paar liegen noch. Denn hier habe ich sie ja verwendet. So. Hier. Genau, Holding Track. Ich weiß nicht, ob das die richtigen waren, aber das wird schon passen. Hier sind noch genügend Sachen drin. Da müssen wir uns auch mal automatisieren. So, hier ein bisschen ausweichen, denn der tötet uns gern, der Zug. Oder mich halt. Ich weiß nicht, seit der neuen Rüstung habe ich noch nicht getestet, ob er uns tötet, wenn wir vor ihm stehen. So, ein bisschen fliegen hier. Geht ja ratzfatz. Was wollte ich jetzt? Weiß das jemand? Hier wollte ich gar nichts. Ja. Warum sagt ihr mir das nicht? Wir müssen nochmal rüber. So. Geht aber richtig ab, die Post hier. So. Ja, was ist noch? Also, ich bin jetzt auf Root-Server umgestiegen. Alle meine Minecraft-Server, vier sind es momentan, glaube ich, laufen bereits auf dem Root-Server. Ja, unter Strich kommt man circa auf den gleichen Preis. Zum Beispiel bei vier Router, bei vier Minecraft-Server kommt man fast auf den gleichen Preis. Vorteil ist, man hat einfach viel, viel, viel mehr Leistung, weil man ja einen ganzen Server für sich hat. Und ich denke mal, 8 mal 4 Gigahertz sollten reichen. 32 GB RAM. Was wir aber jetzt werden, ist hier mal. Ja, wie machen wir das am besten? Ich dachte, dass wir hier den Loader hinpacken. Zack. Hier die Holding Track. Und den Zug hier einfach nochmal umleiten.
So, dass der auch hier entlang fährt und die Sachen hier mitnimmt. Die Frage, bleiben wir dem wirklich ganz? Nee, das will ich nicht. Den leiten wir hier irgendwo um, gleich so zurück. So. Zack. Und hier auch weg. Dann sollt ihr einfach hier geradeaus fahren. So. Mal hier ein bisschen umgeleitet. Und der weiß, was er zu tun hat, ne? So, dann kommt hier eigentlich nichts raus, außer das Chest-Card sollt hier rein. Ich hoffe, dass wir das noch haben. Wie hat das jetzt geheißen, Lore? Chest, irgendwas? Okay, da haben wir keins von beiden. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau geheißen hat. Ich weiß auch nicht, ob wir noch eines haben in unserem System. Das ist die Frage. Sonst ist es natürlich blöd. Da brauchen wir unbedingt eins. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer. Wie waren das? Eisen, glaube ich, ne? Ich glaube, fünfmal Eisen und eine Kiste, also Chest. Da brauchen wir aber nur eine. Dann war das der rote Rucksack. So. Nee, das war der blaue. Gott. Hatte ich schon verwechselt. Wir haben ja unsere schöne Hand. Da kann man einfach mit Shift eben wechseln. Crafting Table und schon können wir hier unser schönes Minecart craften. So, das Minecart, die Chest drauf. Und schon haben wir ein Chest Minecart. Spitze. Also die Hand ist echt der Hammer, gefällt mir sehr. Was haben wir hier eingestellt, ne? T, okay. Das heißt, er müsste das jetzt dann leeren, ne? Hoffe ich halt für Zug. Die Frage ist, wie schnell ist der eingestellt? Ja, das passt. Gucken. Ja, hat er geleert, super. Das heißt, das wird auch nicht immer voller. Haben wir uns darum auch gekümmert. Mehr gibt es hier eigentlich nicht mehr zu tun. Hier ist leer, können wir mal nachmachen. 4 Stück nachhauen. So. Dann geht's hier raus. Ach, das mit den Fliegen und so. So gut das Ganze auch ist, ne, es gibt auch Nachteile. So ganz gefällt mir das noch nicht. Wir werden da trotzdem wieder umstellen auf Gravity-Seite oder so. Mal gucken. Die hat mir etwas besser gefallen. Da habe ich ja auch schon ein paar Rezepte in unseren Crafting-Table reingemacht. So, wie sieht das eigentlich hier aus an? Oh, hier sind auch schon ziemlich viele drin. Dann schauen wir noch mal, was unsere Anlage hier macht. Die arbeitet anscheinend, weil irgendwo was leer ist. Und zwar, wo kriegt ihr das Signal? Ah, ist wieder aus. Der arbeitet halt nur 30 Sekunden nach. Also Bauer haben wir immer genügend. Auch Lava haben wir. Das funktioniert, also Hut ab, der funktioniert spitze. Was wir aber nicht haben wahrscheinlich, ist wieder Erde. Genau, aber nimm nur 44. Da craften wir uns gleich mal. So. 4000. So, hier rein. Sollte er das gleich mal nachcraften, hat er ja. Haben wir ihm ja ein Rezept gegeben, damit er aus Bio. Also aus Pflanzen hier macht er dann Erde sozusagen. Sollte ja keine Schwierigkeit sein. So, dich können wir hier reinschmeißen. Dich auch. Fackeln haben wir nicht mehr viele, aber immerhin. So, hier noch mal kurz checken. Fast voll, 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 voll. Passt. Schau mal hier oben, ob der noch hier arbeitet oder eingeschlafen ist. Also, was ich nicht verstehe, jedes Mal, wenn ich da reinschaue, ehrlich, jedes Mal ist die Zahl 6. Keine Ahnung, wieso, weshalb und warum. Aber es ist so. Macht der hier eigentlich was weiter? Jawohl, er macht was. Okay. Soll er halt machen, wenn er meint, er braucht's. Jetzt kommt's mir erst. Ich hatte ein Problem mit diesem Spotloader-Bot. Und hier stehen zwei Spotloader und die funktionieren. Okay, na egal. So. Hier, Scraps raus. Damit wir die auch haben. Wie viel UU-Met haben wir denn? 1900. Ja, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, schlecht. Mal runter. Die arbeiten brav.
Schaut mit der Stromversorgung, das passt, also alles mal durchchecken. Zuerst ich zwei schon länger nicht mehr am Server, weil ich ja eben auf Router umgestiegen habe. Ich müssen alles installieren auch und so weiter. Deswegen hatte ich wenig Zeit für Minecraft spielen. Was ist denn das? Also schaut komisch aus, ist ein Holzblock. So, du, ja, läuft noch, passt auch alles. Ja, Aquarius, ja. Gut, das schaut dann mal gut aus. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt mal hier rum kümmern, dass wir eventuell hier die Sachen dann abholen lassen. Und die Bollen und so weiter irgendwo zwischenlagern müssen. Oder? Ne, wir machen das jetzt mal anders. Jetzt macht der Backup auch noch. Aber das Gute ist, früher war das so, hat ein Backup gemacht, konnte man nicht mal Pflanzen abbauen. Erstens, jetzt durch Root-Server funktioniert das ohne Probleme. Keinerlei Stocken, gar nichts. Und man kann beruhigt weiterbauen. Das interessiert den Server relativ wenig, ob der ein Backup macht oder nicht. Das gefällt mir also sehr. Ich wollte hier Unloader. Unloader. Vier Stück. Ich hoffe, das geht hier aus. Ihm fehlt irgendwas und zwar. Warum fehlt die Dö. Ach so, ja. Das heißt, er craftet zuerst Dirt, oder was? Kann er nicht zugleich was craften, oder was? Ist der dumm, oder wie? Das geht mir jetzt auf den Punkte, wenn der hier nicht macht. Ja, okay, dann machen wir hier so. So, crafte die mal. Also ihr seht, für diese Loader craftet er ziemlich viel, wie man sieht. So. Fünf Stück, dann brauchen wir Carpenter, aber die haben wir, ich glaube, schon drüben, ne? So. Advanced Loader. Das heißt, wir müssen hier mal durch irgendwo. So. Menno. Zack. Die kommen dann. Ein Loader, ne? Müsste das ja auch sein. Ein Loader, genau. Die kommen dann hier hin. Fünf sind eigentlich zu viele, aber. Wen interessiert's? Haben wir hier Empfang? Ja, wir haben Empfang. Wir sind auf Empfangsbereitschaft. Verstehst du? Und jetzt brauchen wir hier wieder die. Was waren das? Nicht die Trainboarding. Alle wenn mal Maschinen nehmen wir mit und wir brauchen. Wie haben die jetzt geheißen, die wir reingetan haben? Die Schienen, Holding Track, ne? Oder auch nicht. Trainboarding Track, haben wir die nicht da rein? Die habe ich ja doch reingeschmissen. Oder habe ich die irgendwo wieder liegen gelassen, links, rechts, vorne? Oder habe ich da nur eins mitgenommen? Kann natürlich auch sein, dass ich nur eine mitgenommen habe. Die anderen hier unten liegen lassen habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück brauche ich da. Sollte reichen, ja. Aber durch die Aufgänge, was wir hier ja haben, geht es ja ziemlich ratzfatz, dass wir hier wieder hier oben sind. So, Nacht ist auch, das ist natürlich blöd, dass uns hier keiner den Popo kneift. So und so. Da ist Flüssigkeit. Ja, egal. So, sammeln hier alles. Deckweise, okay, das passt dann. Das stellen wir etwas später ein. Jetzt geht es mal darum, dass wir. Warum bist du hier? Ist kein Mensch. Mal weg, die ganze Sache. Hier kommt auf alle Fälle mal. Carpenter und wir brauchen noch. Ah, hier haben wir auch noch Boarding Tracks. Carpenter und wir brauchen. Wie heißen denn die anderen? Mit denen man das Honig macht. Squeezer. Squeezer. Da haben wir nur einen. Okay. Sollten aber zwei haben. Wo habe ich denn die anderen stehen? Weiß das jemand? Nee. Zufällig nicht, ne? Das heißt, hier kommt das Seed raus. So, weg da. Braucht keiner. Sieht, will ich hier nicht machen. Das heißt, hier kommt das Quiz rein. Und hier brauchen wir noch diese Pipe.
kein Kontakt. Da müssen wir uns noch ein Wireless-Transmitter hinmachen. Also Energy Tesseric. Nee, das brauchen wir auch nicht. Hier vielleicht noch was? Nein. Hier noch was? Nein. Haben wir überhaupt irgendwas? Nein. Wo kriegen wir jetzt Energie-Dinger her? Hier nicht. Das heißt, wir gehen die denn bauen. Haben wir hier noch irgendwo was? Auch nicht. Dann Hardnet Glas. Haben wir auch nicht. Hey, haben wir eigentlich irgendetwas? Schon lange her, wo ich was gebaut habe. Normal müsste das hier drin sein, ne? Bei Thermal Expansion. Also es schaut nicht gut aus für uns. Das heißt, wir brauchen Obsidian. Ein Stack, zwei Stack. Und dann brauchen wir den... Ah, hier haben wir noch Hardnet Glas. Ah, hier haben wir noch ein bisschen. Und dann kommst du hier rein. Du hier raus und du hier rein. Dann soll der durchschmelzen. Und die Energie Pipes gingen. Also die gehen ja drauf wie... Was weiß ich, ey. So, ich glaube links, rechts Elektrium, ja. Okay, das haben wir sicher. Das bin ich mir ganz sicher, dass wir das haben. So. 64, da machen wir uns jetzt gleich mal jede Menge. Ein bisschen lassen wir aber übrig. Zwei Stacks sollten reichen. Dann brauchen wir Redstone. Da haben wir nicht mehr viel, aber wir haben ja unten noch, was wir von den Bienen haben. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, der soll mal durchwursteln. Dass wir hier ein paar haben. So, das reicht schon für uns mal vorerst, was wir hier bauen wollten. Wir könnten eigentlich schlafen gehen, aber nee. Heute mal nicht, wir arbeiten durch. Wir sind ja gut. So. Dann kommt hier das Squeezer drauf. Zack. Dann wird der von hinten sozusagen befüllt. Und da müssen wir sagen, was da reinkommt. Zwar in unser Fall kommt hier rein, ich würde mal sagen, jeweils ein halber Stück. Nee. Ein Stück. Nee, da müssen wir mehr rein tun, weil das Problem ist, bis der Zug einmal fährt, hat er ja schon ziemlich viel wieder abgebaut, ne? Hier sagen wir Stackweise. Ein Stack davon. So. So. So machen wir das. Ein Stack davon, das passt. Mehr kommt in Squeezer nicht mehr rein, das reicht. Der braucht ja nur Honig machen, ne? Reicht ja, mehr braucht er nicht machen. Können wir hier schon mal ein bisschen rein tun, dann kann er schon was machen. Daneben kommt ein Carpenter. Ein Carpenter. Oder gleich drei Stück davon. Da ist jetzt wieder fraglich. Wie ging denn das? Auf einen. Ich brauche einen. Noch einen Squeezer. Ich den jetzt her, der war da, ne? Das war das Squeezer. Da haben wir Seed Oil, das passt. Du kommst noch hier rein. Weil ich will auch die Imprägnierten Sticks dort machen lassen. Das heißt, hier raus, damit der. Ah, raus hier. Das war ein Fehler. Das wollte ich jetzt eigentlich hier nicht rein tun. Das heißt, wir bauen dich mal ab hier. So. Nehme dich auch mit, denn der wird für das Seed Oil zuständig. Das kommt dann hier hin. Und hier soll dann noch ein Carpenter her, der das Seedöl verwaltet sozusagen. Und dann machen wir dich hier weg. Du hier, das heißt, dass die zwei sind Seedöl und hier ist dann normal. So, der bleibt hier stehen, aber okay, das ist das Flüssigkeit-Card. Das bekommt er dann auch noch eine Arbeit, weil wir müssen ja hier dann das Überflüssige... Das überflüssige Honig. Ne, den überflüssigen Honig und das überflüssige Seedöl werden wir ja in Dank speichern. So. Carpenter. Hier kommt rein Holz, ne? Wenn wir eins hätten, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ist wieder mal typisch, wir haben wieder nix. Oakwood. Da brauchen. Achso, ja. Jetzt wollte ich schon sagen, warum tut ihr das raus, anstatt bestellen? Das heißt, hier sagen wir. Einfach. Mach ein Stack Oakwood drin. Zwei.
Zwei Stack, ja, weil wir brauchen immer zwei. Also in unserem Fall. Eins rechts weiter. Falscher. So. Dann muss hier das Wood rein. So und so. Stackweise. Und dann kommt das hier so rein. So. Und natürlich Seedöl. Das heißt, hier kommen dann die Seeds rein. So. Nee, so. Nee, so wollte ich das jetzt auch nicht haben. Kommt auf die blöde Idee hier. Das ist echt dumm. Deswegen diesen, ich glaube, dass ich diesen komischen Mod installiert habe. So. So, 64, 64 sind zwei Stacks. Das genügt. Das heißt, du kommst hier rein. Ich finde es schade, dass hier Forest nicht die Sachen weitergibt, so wie Thermal Expansion, keine Ahnung, wie man das jetzt genau ausspricht. So müsste man hier leider immer rausziehen, reinfüllen. Die Frage ist halt immer wie, ne? Hier ist eine enge Baustelle. Eigentlich würde hier ein Carpenter auch. Warum tut hier Eisen rein? Okay, ich weiß schon warum, weil er hier einfach alles abladet, was er mitnimmt. Sagen wir ihn einfach als Filter. Okay, hier haben wir einen Filter. Hier ein Schalter rein. Hier ist ein Schalter. Hier ein Schalter. Hier haben wir Holz drin. Holz müssen wir jetzt natürlich aufpassen, ne? Und das Problem war ja, dass der das doch hier packt das rein. So. Wo waren der jetzt? Da war Holzer. Dich tun wir hier noch rein. Dann haben wir hier schon mal voll. Denn das Holz brauchen wir auch später oben für unsere Stil-Farm. Das Eisen brauchen wir hier gar nicht. So. Das kann man gelten lassen. Das geht hier auch. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Liquiduct-Pipes. Da haben wir, guter Dank. Das heißt, wir müssen jetzt hier raus. Das so klappen wird, ist halt fraglich. Na, oben möchte ich nicht unbedingt raus, aber es wird nichts anderes übrig bleiben. Weil wir ja hier Seedöl reintun müssen. Was wir jetzt wieder für ein Problem haben, wir müssten das hier wieder abholen, ne? Was ja natürlich nicht so einfach ist. 12 Impregnated Sticks. Naja, okay. Wie könnte man die am besten wieder abholen lassen? Oder wir ziehen sie raus und in der Platin Logistics System rein, weil das, die brauchen wir ja, um weiter zu craften. Daraus macht man ja dann die Frames. So, da müssen wir auch irgendwie die Propolis rausziehen. Gibt es da noch ein paar Probleme. Und wir müssen natürlich alles, was wir hier haben, auch noch dem Minecart zuordnen. Das heißt, wir haben hier die Honig. Seeds haben wir, Holz haben wir. Gehen wir das mal zuordnen zuerst, bevor wir hier weitermachen. Damit das ganze System schon läuft. Das zuordnen machen wir... am besten hier dann, aber nur wie, ne? Das ist ein Exportmodul, das heißt, wir brauchen noch ein Exportmodul. Das werden wir jetzt ganz schlau machen. Und zwar gehen wir hier hin und sagen so. Und hier sagen wir, die ganzen Rohstoffe rein, was wir gesagt haben. Und zwar ist das einmal. Honeydrops. Diese Honeydrops. Wobei wir haben hier ein großes, ganz großes Problem, dass wir hier keine Anzahl festlegen können. Ne?
Nee, das passt mir alles nicht so recht. Ja, doch, das würde gehen, wenn wir das so machen. Okay, ja, dann machen wir das so. Und zwar, wir sagen hier, du und du kommst hier rein, deckweise. Dann haben wir Holz, haben wir ja schon, und wir haben Seeds, ne? Seeds, so. Und hier kommen wir noch rein, Seeds. Und hier in der Kiste müssen wir einfach so machen, dass wir sagen, hier Seeds, da füllt er das auf, hier Honig füllt er auf, hier Honig füllt er auf. Und hier müssen wir natürlich auch sagen, jeweils wie viel er wieder rausnehmen soll. Dazu müssen wir aber zuerst zum Bahnhof, zum großen Bahnhof, weil das war ja auch unser kleiner Bahnhof sozusagen. Hier kommen wir nicht rüber. Warum haben wir hier so einen Aufgang gemacht? Müssen wir hier entlang. Zwar müssen wir hier erst sagen, dass der Zug die ganzen Items, was wir hier drin haben, mitnimmt. Ey, das passt ja auch nicht. Das habe ich ganz verschwitzt, ne? Weil wir machen ja drüben in unseren Haus schon sieht Honig. Ich wollte eigentlich das Honig, das flüssige Honig hier hin transportieren. Dann hier über dieses Minecart das flüssige Honig zu unserem Carpenter. Das heißt, wir brauchen drüben gar keinen Carpenter, der Honig macht. Deswegen auch nur ein Carpenter. Falsche Planung, ne? Schlechte Planung. Denn der Carpenter hier, der. Wo war das jetzt da? Das Loch. Der da ist sinnlos, den brauchen wir nicht. Der ist überflüssig, weil ich will ja hier mit dem Liquid Loader die Flüssigkeit, also das sieht nicht sieht das den Honig gleich direkt in den Carpenter füllen. Überflüssigkeit. Das heißt, wir müssen hier mal das raus, die Honig kommst und du kommst weg. Du brauchst hier nichts mehr reintun. Kann er eh nicht. Und du erhältst hier mal ein bisschen Öl. Honig. So. Kann man ja mal voll machen, ist ja egal. Das heißt, wir brauchen hier oben dann noch ein Liquid Unloader. Ja, ich werde das jetzt in offline ein bisschen vorarbeiten, bis ich das System hier draußen habe und dann erkläre ich es in der nächsten Folge. Da können wir uns endlich mal was anderem widmen und nicht dann auch diesen Honigzeug und so, weil dann haben wir mal die Verarbeitung fertig. Okay. Gut, dann war's das und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also ciao Leute, bis dann. Tschüss.